Die Rettung des Gefallenen hat daher diese Priorität wie die Eroberung von Dämmerwacht. Die Befestigungen haben einige Schwachstellen, durch die du dich hineinschleichen kannst. Wenn du Kalias befreit hast, öffne das Haupttor von innen. Er grinst dich breit an. Beströmt dann in die Festung mal einen kurzen Prozess mit Agathons Soldaten. Bist du bereit? Ich habe Hinweise darauf, dass Ashs Tochter Wachplatz durchquert hat. Vielleicht weiß Kalias mehr über ihr Verschwinden? Wenn du bei deiner Suche nach Amelia schon solche Fortschritte gemacht hast, vertraut dir Ash wohl nicht umsonst. Aber was Kalias angeht, ich kann mir nicht vorstellen, warum ihn die Ungemochenen am Leben erhalten sollten, sofern er nicht etwas Wichtiges weiß. Es ist lange her, dass ich mir solchen Optimismus gestattet habe. Wenn Kalias Ashes Tochter begleitet hat, dann haben wir vielleicht die Chance, sie diesen Südwürmern wieder zu entreißen. Wie konnte die Dämmerwacht deinen Turm so lange trotzen? Er blickt stirnrunzelnd nach links und rechts. Ich hinterfrage ungern den Großgeneral oder seine Befehle, aber wir sind überarbeitet und unterbesetzt. Das ist klar, das haben wir schon oft genug gehört, dass die Eisernen gerade jetzt im Augenblick während des Bürgerkrieges ziemlich an zu nagen haben und jetzt auch noch mit dem scharlachroten Chor gegen sich kämpfen müssen. Wir bekommen keinen Nachschub mehr, das vor nicht in unseren Händen ist, und die Ungebrochenen haben ihre Verteidigung auf eine lange Belagerung ausgerichtet. Während der Eroberung haben wir die Verteidiger des unbeugsamen Landes umgepflügt, als wären sie alte Hecke. Aber diese Ungebrochenen sind aus anderem Holz geschnitzt. Nachdem sie den Krieg verloren haben, haben sie plötzlich eine gemeinsame Sache, die sie anstachelt. Ich will nicht sagen, dass wir sie unterschätzt haben, aber... Er zockt mir die Schulter und bringt den Satz nicht zu Ende. Was weißt du über die Ungebrochenen? Eine Bande von Angehörigen des Stufenvolkes, die sich für ehrenhaft hält. Sie wünschten gewiss, dass sie so angesehen und elitär wären wie die Geschmähten. Leider werden sie nie etwas anderes zustande bringen, als durch unsere Hand zu sterben oder sich zu ergeben und als Zwangsarbeiter zu enden. Sie scharen sich um einen gewissen Matthias aus dem unbeugsamen Land, einem Kommandanten jeder Herkunft, der einige mäßige Erfolge vorzuweisen hat. Er lächelt amüsiert. Seltsamerweise haben die Ungebrochenen und die alte Garde wenig füreinander übrig. Eine Erblinie, die man die Regenten nennt. Nachdem ihre Reihen so gespalten sind, weiß ich nicht, wie sie hier Erfolg haben wollen. Wie verschwand Amelia während des Krieges? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Wenn es stimmt, was du erzählst, und ich habe keinen Grund, es nicht zu glauben, dann sollte Kalias uns mehr darüber sagen können, was ihr widerfahren ist und wo sie abgeblieben ist. Wir haben Kohorten von Soldaten losgeschickt, um ihre Einheit zu retten. Doch als das Edikt der Stürme erging, mussten wir unsere Bemühungen einstellen, sich in der Region zurechtzufinden, wurde zunehmend zu einem Glücksspiel. Ash ist sicher krank vor Sorge um seine Tochter. Das besorgte mich auch. Die Frage hat mich sogar noch geplagt, als wir aufbrachen, um ihre Einheit zu retten. Sie plagt mich noch immer. Kyros hat eine Dicke erkündet, obwohl Ashes Tochter vermisst wurde. Bei allem Respekt, Ashes Tochter ist für den Oberherrn von geringerer Bedeutung als ein eingedähter Kelch. Kyros steht über solchen Dingen und wird keine Sekunde innehalten, um die Sicherheit des Mädchens zu berücksichtigen. Oder die deine oder die meine. Zudem kannte der Großgeneral die Gefahr, als er seine Tochter in die Schlacht schickte. Er ließ nicht zu, dass seine Gefühle die Kriegsbemühungen beeinträchtigten. Klar, so ist Kyros eben, sonst hätte er nicht die ganze Welt erobert oder den ganzen Kontinent eben. Okay, ich bin bereit, denn man macht es so gut wie unser. Du kannst es wohl kaum erwarten, was? Gut, Osmios schlägt dir auf die Schulter. Du ziehst los, sobald es dunkel ist. Denk daran, lass dich nicht entdecken und suche nach Kalias. Bewacht darauf, dass du von innen das Tor öffnest. Bis dahin können wir dir nicht helfen. Viel Glück. Also eine kleine Schleichmission. Can't do that. Mal gucken, von wo aus wir jetzt reinkommen. Am besten hier wahrscheinlich.
Oder von doch weiter hinten. Versuchen wir es von hier hinten aus. So weit wie möglich vom Tor weg. Gut, da sehe ich auch noch Gegner. Das ist... Also kann ich Gegner durch die Palisaden erspähen. Also nehmen wir den abgelegenen Hinterhof hier mal. Ja, durchkriechen. Ups. Das war nicht die beste Wahl. Send them at me in waves. Gut, die haben aber nicht viel drauf, so wie es aussieht. I'll take care of it. You got it. Anyone else want some of this? A damn thing couldn't pierce cloth. Und ein Level Up für mich. Jawohl. Ja, ein Punkt auf Gewandtheit. Bonus auf Wissensskills hatte ich schon mal. Ich könnte noch einen Punkt in Reichweite vergeben. Habe ich aber gesagt, das lasse ich erstmal. Ich wollte eigentlich Führung, genau. Weil hier konnte ich auch das hier. Verleiht ihm in der Gruppe zusätzliche Zauberplätze. Nutze deine dominanten Willen, um Verbündete zu inspirieren und die von dir und deiner Gruppe verursachten Schaden vorübergehend zu erhöhen. Schaffe eine Aura des Willens, die dich und jeden Verbündeten ein paar Sekunden von einem schädlichen Effekt befreit. Stoß, Verteidigungsmodus, ich nehme mal das hier. Weil dann kann ich hier Richter des Wissens auf jeden Fall freischalten für zusätzliche Zauberplätze für alle in der Gruppe. Das ist nämlich irgendwie besser, als wie wenn ich es drüben bei Magie mache. So. Nur trägst einen ruinierten Helm. Selbst in den drückenden Roststürmen wissen die ungebrochenen Soldaten immer noch bemerkenswert, gut mit ihren Bögen umzugehen. Cut the banter and stay low. Gut. Der da sieht alleine aus. Wir müssen auf jeden Fall die Mitte erstmal meiden. Send them at me in waves. Will do. Also ja, die Himmelsklinge hier sind auf jeden Fall leichter zu besiegen als die Bronzene Bruderschaft. Hut eines Adligen und Obst. Gut, dann holen wir mal das Steinschild hier raus. Dieser gefesselte Soldat scheint vor kurzem heftig verprügelt worden zu sein. Die meisten seiner Blutergüsse sind jedoch schon älter. Er blickt mit der Schöpfung resigniert zu dir hinauf. Wenn du hier bist, um mich zu töten, bring es hinter dich. Hoch mit dir, Soldat, ich gehöre zu den Geschmähten. Kaum hast du ihn losgemacht, packt er dich fest am Handgelenk, dass dir das Blut abgestürzt wird.
Ich falle nicht auf irgendeine Liste der Ungebrochenen da rein. Mit dieser angeblichen Befreiung bringst du mich nicht zum Reden. Kallias? Beric schüttelt den Kopf. Den armen Mann haben die Gefangenschaft und die Folter verrückt gemacht. Ich habe das schon bei anderen erlebt, aber noch niemals bei einem guten Nordmann. Graven Ash beschützt. Seine Augen weinen sich und lässt dich augenblicklich los. Er nickt dankbar. Graven Ash beschützt. Ich hatte die Hoffnung verloren, dass dieser Tag hier kommen würde. Die Ehrenwache reibt sich die Hände und blickt dich voller Respekt an. Das Fort wird auch immer von den Ungebrochenen kontrolliert und ich bin nicht in der Verfassung, mich durchzukämpfen. Ich nehme an, dass es außerhalb weitere Soldaten gibt. Wenn du das Tor von ihnen öffnest, um Verstärkung zu hereinzuleisten, bietet uns das die Gelegenheit, die wir brauchen können. Nun gut, ich werde das Tor öffnen. Lass dich nicht töten. Ich war eine halbe Ewigkeit in diesem stinkenden Wänden gefangen und ich will diese Gelegenheit nutzen. Ausfragen können wir ihn nachher. You didn't see nothing. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die beiden Wachen hier am Tor loswerden. Oh, eine Tierhaut. Will do. So viel zu den zwei Wachen am Tor loswerden. Are you afraid of death? You got damn thing couldn't pierce claw. Das lief jetzt nicht ganz so. Wie geplant. This is useless. I should try something else. Damn thing couldn't pierce claw. Was könnte App noch machen? Auf den das und das wirken? Damn thing couldn't pierce claw. Eisenschlag. Habe ich nicht eine neue Fähigkeit hier? Ja, genau die hier. Right. Oh, sie sieht nicht gesund aus. Will do. Will do. Gerade noch so bewahrt, hä? Damn thing couldn't pierce cloth. Are you afraid of death? So, dann hauen wir mal den da hinten weg. Not a problem. You're not going anywhere. Bleed. Sie kann ihn auch mal noch zum Brennen bringen. Will do. Und du kannst sie doch mal heilen. Smash to pieces. So. Gut. Ich würde mal sagen, bevor ich jetzt das Tor öffne und die Geschmähten reinlasse. Yes. Damit wir hier die Hauptstreitmacht, die sich in den Zelten verbirgt, beziehungsweise im Innenhof, werde ich erstmal speichern. Da ich ja bei der letzten Aufnahmesession ein bisschen überzogen habe und heute mit der Erkältung, man merkt es ja, es nicht ganz so gut läuft, mache ich eine Folge früher Schluss heute. So sollte sich das Ganze ein bisschen ausgleichen. Also speichere ich hier mal. Das wäre jetzt LP 11. LP 0 11. Und dann sehen wir uns gleich wieder.